Langsam wird das auch echt. Na? Besser mit dem Bogen hier. Ja, ich hatte ja wieder eine ganze Weile nicht gespielt. Ich denke, daran liegt das, dass ich so schlecht wieder gezielt habe. Ausreden und so. Ah, das sind nochmal Pfeile, aber ich geh erstmal hier hoch. Hier sind nämlich noch Leichen zum Plündern. Zack. Alles Bergungsgut. Wir haben schon eine ganze Menge. Aber ich habe das Gefühl, wir brauchen unter Umständen auch noch eine ganze Menge. Aber ich glaube, das war's. Oder? Mit dem Instinkt dann nochmal gucken. Ja, passt schon. Hier müssen wir durch. Heller Stoff kann verbrannt werden. Das ist schön. Huch. Opa da. Nein, das wollte ich nicht. Mist, das war das Falsche. Mein ist... Ach so. Ah, heller Stoff. Ich bin auch blöd, nicht die roten Fahnen. So, und jetzt geht das hier nämlich auch. Und die anderen Pfeile hätte ich gerne wieder. So. Und jetzt... Komm. Kurbel. Zieh. Geht bestimmt gleich wieder hinter mir runter. Infiltrieren Sie den Palast. Heller Stoff kann verbrannt werden. Immer noch? Nein. Ich dachte, das ging nur gerade ganz kurz. Wir haben so viel Bergungsgut, das könnte man eigentlich wieder hier in... Ja, komm. Ich guck mal, was ich hier noch machen kann. Größeres Magazin. Bedienung erleichtern. Größeres Magazin klingt nicht schlecht, ist auch gar nicht so teuer. Erhöhte Schussfrequenz. Ja, komm, wir machen mal das größere Magazin. Und dann machen wir den polierten Auswerfer mit erhöhter Schussfrequenz. So. Mehr will ich aber gerade auch dann gar nicht erstmal. Immer ein bisschen was aufheben, falls wir dann wieder zum Beispiel noch ein Shotgun-Teil finden und dann unsere Shotgun weiter verbessern können. Dann möchte ich das schon. Was ist los? Wie, was ist los? Du killst hier die ganze Zeit irgendwelche Leute und fragst, was los ist? Ich glaube, wir sind ein bisschen panisch. Mal gucken, ich könnte da runterrutschen, will ich aber gerade leider gar nicht. Okay. Ein bisschen vorsichtig hier. Vorsichtig. Oder auch nicht. Ein Buch. 24. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute. Meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und Ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Ich habe keine Ahnung, was du vorhast, Dude, aber das ist irgendwie creepy. Naja. Oh, ich habe das Gefühl, ich will da eigentlich nicht runter. Hier ist Bergungsgut, das habe ich zufällig eben noch gesehen. Und ich wette, wenn ich jetzt hier reinlaufe, passiert irgendwas. Wie können die so leben? Wie? Das ist Öl, oder? Das brennt. Das da oben? Das sieht aus wie eine Falle oder sowas. Oh mein Gott. Gwen! Oh mein Gott, was? Hä? Zack, zack. Kann sein, dass da oben jemand ist, den du kennst. Bergungsgut.
trotzdem erstmal looten. Da ist jemand, den du kennst, der wird ja gerade umgebracht, aber meine Güte, wir müssen erstmal. Bringt das irgendwas? Ich weiß nicht, was es tut. Nö, scheinbar nicht. Ach, das kann ich zum Brennen bringen, ne? Da war irgendwas. Ach, da! Ich kann nichts halten! Komm rauf! Ihr müsst die anderen holen! Komm! Zündet sie an! Oh, oh, wow, Dynamit! Alter, lauf! Ach, du Scheiße! Outsiderin! Keine Chance, ihr Schwein! Da oben ist einer, hab ich gesehen. Shit! Maul! Zack. Die Penner haben Dynamit. Der macht schon wieder den Alarm da oben, oder was? Maul! Komm da raus. Oder bleib halt da hinten. Ist mir auch egal. Nein, kein Dynamit. Und vor allem auch kein Alarm. Guck mal, die können das auch. Das ist natürlich ungünstig. Weg. Ach du Scheiße. Auf die Fresse, mein Freund. Nehmen wir mit ihrem scheiß Dynamit aufhören. Das ist ja fürchterlich. Nein. Ah, der hat sich auch nicht da lang gehangelt, wie ich erwartet hätte. Und du auch, komm. Axe-Exekutionskill gibt zusätzliche Erfahrung. Awesome. Nur aufpassen, dass man dabei nicht von irgendwelchem Dynamit getroffen wird. Warum ist er davon nicht gestorben? Oh. Das ist noch ziemlich nah. Zack, aus dem Flug erwischt. Oben ist noch einer. Shit. Verfluchten Typen mit ihrem verdammten Dynamit. Stirb. Na, ist noch einer, oder? Wo? Lara, du lebst noch. Gerade so. Wo sind die anderen? Da waren doch noch welche. Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt, aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Ja, man kann es ja zumindest versuchen. Erstmal wird hier gelootet. Und wir haben schon wieder einen Fertigkeitenpunkt. Kann sich nur noch um eine Weile handeln, bis wir da alles haben. So. Ja, das mit den Pfeilen und der mehr Munition ist, glaube ich, gar keine blöde Idee gewesen, das zu nehmen. Langsam werden das nämlich ziemlich große Gegnerwellen. Denen man nicht unbedingt immer neue Munition kriegt. Autsch. Wollte eigentlich nach da oben. Aber gut, dann gehen wir halt hier hoch. Und gehen dann gleich. Ne, Moment. Ach, guck mal, ich muss da hinten hoch. Na gut, dann. Halt doch so. Ach, du bist das. Ich dachte, wir schreiten da so. Komm jetzt. Genau, da wollte ich hin. Da wollte ich gerade schon hin. Die ganzen Leichen sind weg. Kann ich das auch benutzen? Wollen wir ein bisschen Alarm machen hier? Nee, lieber nicht. Nein, lass dich fallen. Bin noch nicht sicher, wo ich hier hin soll. Hoch da? Ach. So. Da vorne ist auch noch was und das habe ich vorhin nicht mitgenommen. Verdammt, aber es war nur Erfahrung. Also nur Erfahrung. Das da unten sieht noch wie so ein Grab aus, ne? Da sollte ich vielleicht auch noch hin. Weil die Gräber möchte ich eigentlich ganz gerne alle mitnehmen. Ja. Okay, da geht's nicht lang. Ah, Munition. Habe ich wieder gar nicht gesehen. Damit kann man darüber fahren? Kann das sein?
Können wir uns langhangeln? Oh, das ist ja fürchterlich. Das sieht ja irgendwie kompliziert aus. Moment, wenn ich jetzt... Das wollte ich nicht. Nein, hoch. Komm hoch. Nein, hoch. Hoch solltest du. Ich nehme mal an, dass ich hier irgendwie da oben lang soll. Oder? Plötzlich wird das hier so weitläufig. Ja, da hinten sind Gegner, das ist ja super. Wisst ihr was? Zack, Rums. Autsch. Wir haben hier voll erwischt, ne? Okay, damit kann ich theoretisch da hinten hin, aber... Ich glaube, dann gehe ich doch erstmal nach da unten noch. Wenn ich das denn irgendwie hinkriege. Hüpf. Also theoretisch wollte ich nach da unten, weil ich das Gefühl habe, dass da das Grab war, wo die Hühner da vorhin rumeierten. Das sah so nach Grab aus. Was ist das hier? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wie ich da unten hinkomme. Moment. Mich interessiert das, ich möchte das eigentlich ganz gerne wissen. Das sieht doch... Lass dich fallen, das geht schon. Wir müssen halt vorsichtig hier runter. Ich kann ja nicht hier den ganzen... Aber das sieht gut aus. Komm, das sollte doch wohl gehen. So, da können wir am Ende auch wieder hochklettern. Oh, hier ist auch noch eine große Kiste. Ha, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Egal, was noch passiert. Zack, für das Bergungsgut hat sich das zumindest schon mal gelohnt. Geht es hier runter? Ich weiß nicht, was hier noch ist. Ist ja echt furchtbar weitläufig hier. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, wo man überall hin soll. Hier ist... Autsch. Nein, da komme ich nicht rein. Kann man das vielleicht... damit nicht, aber hier vielleicht mit so einem Brandpfeil. Nein. Dann nicht. Dann nicht. Hier noch irgendwas? Nö. Ein totes Viech. Bin ein bisschen unsicher zum Teil, wo ich hin muss. Also nein, wo ich hin muss, ist klar. Wo ich hin will. Hier ist auch noch wieder... Hier war das mit dem Huhn, aber da ist auch so ein Dornengestrüpp. Das heißt, da komme ich nicht lang. Schade. Das sah so gut aus. Und ich habe mich so gefreut, dass ich da irgendwas Tolles gefunden habe. Ach, und guck mal, hier hätten wir auch lang gehen können. Ganz viele optionale Wege und so Quark. Naja, gut. Runter, nö, das brauche ich alles nicht. Aber wir können uns ja abholen. Ah, eine Reliquie. Ha, okay. Dieser Inro gehörte wahrscheinlich einem höheren Militär und enthielt offizielle Befehle und Siegel. Eins fehlt noch, Barackenstadt. Wo ist das? Ach, das ist da hinten irgendwo. Und ich muss mal gerade ganz kurz auf die Karte schauen. Da oben ist die... Reliquienkarte, da vorne ist die andere Reliquie, da kommen wir auf jeden Fall noch dran vorbei, das ist gut. Bei der Karte bin ich mir nicht so... Ach, Moment, die Karte haben... Haben wir die Karte nicht? Ich habe keine Ahnung, egal. Sah nicht so aus, als hätten wir die, aber... Auf der anderen Seite war... Ach, hier bin ich schon wieder falsch, ich muss da vorne wieder hoch. Auf der anderen Seite... war da kein Fragezeichen dran. Und ich dachte eigentlich, die wäre auch in dem Grab gewesen, weil ich habe das Gefühl, die sind immer in den Gräbern, diese Schatzkartendinger. Naja, whatever, wir gehen erstmal weiter. Schatzkarte ist auch nicht so wichtig. Die Reliquien hätte ich halt gerne. Das finde ich sehr cool. Die geben halt auch tatsächlich eine Menge Erfahrung, wie ich ja schon angemerkt habe. So. Hier haben wir eben Leute umgebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Hier irgendwo so ein Sprengfass. Oh, ein Geocache. Nicht so wichtig, werde ich sowieso nicht alle finden. Ich weiß auch gar nicht, was die bringen, aber... Also abgesehen halt von Erfahrung. Aber wenn man sie findet, dann nimmt man sie natürlich mit. Und hier ist noch eine Reliquie und das war die letzte vom Set. Das heißt, es gibt nochmal einen Haufen Erfahrung. Dieser goldlackierte Inro enthält Schreibgerät und eingetrocknete Tinte. Wahrscheinlich Eigentum eines Hofschreibers oder Historikers. Also wenn das irgendwelche Portemonnaies sind hier oder Geldbörsen, dann sehen die schon ziemlich cool aus. Warum gibt es sowas heutzutage nicht mehr?
sehen vor allem stabil aus. Meine Geldbörsen gehen immer kaputt. Billiges Zeug. Ach, hier habe ich die erschossen. Na gut. Oh, da hinten sind da welche. Moment, ich loote mal gerade. Wartet mal kurz, während ich loote. Oh, shit. Ihr Penner immer mit euren verfluchten... Autsch. Die zielen auch sonst nicht so gut. Sag nicht, ich muss den ganzen... Nein, okay, das ist alles noch da. Okay, ich dachte schon, ich muss den ganzen Scheiß nochmal machen. Was ist das hier? Ach so, das ist nur eine Abkürzung. Ich dachte, ich muss damit noch irgendwas machen oder so. Haben wir das mit ihm schon? Zack, da ist noch einer. Zack, er ist nicht tot. Oh, er ist nicht tot. Da ist auch noch einer. Eben habe ich die irgendwie alle mit der einen Explosion erwischt, ne? Shit. Autsch. Ich krieg dich. Ist mir völlig egal, wie oft du mich beschießt. Der ist bis hier hinten hingeflogen. Okay. Okay. Sehr gut. Wenigstens, dass man die Collectibles nicht neu sammeln muss. Das wäre furchtbar nervig, finde ich. Manchmal werdet ihr getötet, bevor... Nein. Gibt es nicht. Da oben ist der Dude, der mich vorhin gekillt hat. Zack. Zack. Da muss noch irgendwo einer sein, oder? Nee, doch nicht. Glaube nicht. Eieiei. Oh. Es kommt. Oh, da sind noch welche. Autsch. Geh mal gerade in Deckung. Ich weiß, das ist auf Entfernung und wahrscheinlich treffe ich gerade sehr schlecht. Maul. Fuck. Da hinten ist noch einer irgendwo. Zack. So. Hier müssen noch mehr. Nee, ich wollte gerade sagen, hier müssen noch mehr sein, aber scheinbar dann doch wieder nicht. Oh, hier ein bisschen aufpassen. Okay, ich muss mit den Dingern fahren, aber da gibt es noch diesen Weg da hinten rum. Da werden wir uns gleich erstmal noch kurz drum kümmern. Hier ist nämlich ein geheimes Grab in der Nähe. Dachte ich mir doch. Oh, nein, halt. Da ist erst noch was. Da unten geht's. Boah, warum ist hier überall Kram? Ich kann mich doch immer nicht entscheiden, wenn mehrere Wege da sind. Verdammt. Okay, hier muss ich gleich mit diesem Ding fahren. Das habe ich verstanden. Ich nehme an, hier geht es in das Grab. Vielleicht. Da unten sah es auch schon so aus. Als... Oh. Irk. Ach, Mist, jetzt ist sie nebenher gefallen. Ich dachte, sie landet jetzt auf dem Ding und kann sich da... Nein. Kann sich da direkt blank balancieren. Zack. Zack. Überall Bergungsgut. Und dann ist hier doch bestimmt gleich irgendwo das Grab, dachte ich. Da ist noch eine Kiste. Oder bin ich hier doch voll falsch? Wo ist das Grab? Nee, hier nicht. Ist das da unten? Muss ich da runter? Autsch, das war's nicht. Grab. Da ist noch eine Reliquie. Da hinten ist das Grab. Das heißt, wenn ich hier unten lang gehe, dann komme ich da hin. Sehe ich das richtig vielleicht? Hier irgendwo rum... Hier geht die Latenz ganz schön, die Frames gehen hier ganz schön in die Knie da vorne. Ah, okay. Da liegt hier noch was? Nee, sah gerade so aus. Windmühle. Ach, guck mal, hier ist noch ein Lager. Auch sehr schön. Immer gut, ein Lager in der Nähe zu haben. Wo man theoretisch hin fast traveln könnte oder sowas. Deswegen kann man hier mal gerade kurz gucken. Hatte ich nicht, genau. Ich habe nämlich noch einen Fähigkeitenpunkt. Zack. Wo tut man ihn denn rein? Versteckte Taschen. Ma. Gepanzerten Feinden. Ja, komm.
Feinde ohne Helm. Ja, komm. Wurscht, wir nehmen das Ding jetzt. So. Wir haben sowieso, wir müssen noch ganz viele Sachen kaufen, um überhaupt auf die nächste Stufe zu kommen, wo dann wirklich Sachen sind, die ich unbedingt haben möchte. Nämlich die Waffenspezialisierung. Sprich, wir müssen sowieso noch Sachen kaufen, die ich gar nicht unbedingt brauche. Oh, da lag noch was. Ich habe es genau gesehen. Ein Geocache.